Der Verein Mensa möchte also hochbegabte Menschen zusammenbringen und vernetzen. An anderen Orten, zum Beispiel im Arbeitskontext, fällt es aber noch nicht immer unbedingt leicht, Menschen mit Hochbegabung einzubinden. Und hochbegabte Menschen sehen sich teilweise auch noch Vorurteilen gegenüber. Darüber unter anderem schreibt Alice Moustier. Sie ist Autorin, Speakerin und Unternehmerin, kommt gebürtig vom Niederrhein. Sie ist Mitglied beim Verein Mensa und uns jetzt zugeschaltet. Wir haben uns aufs Du geeinigt, deswegen hallo Alice, schön, dass du da bist. Hallo Tim. Ja, Alice, wir haben gerade schon was über den Verein Mensa gelernt. Das ist ein Verein, der hochbegabte Menschen zusammenbringen möchte. Der Begriff Hochbegabung, was bedeutet der? Da gibt es ja vielleicht auch noch ein paar Vorstellungen, die nicht immer so der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel, also in meinem Berufsleben habe ich das halt häufig erlebt, wenn ich dann gegenüber Geschäftsführern gesagt habe, dass ich Hochbegabte im Team fördere, dann hieß es häufig, oh nee, die sind so kompliziert, bleib mir bloß fern mit denen. Die brauche ich hier nicht. Und als Beispiel mal eine Situation, einer aus unserem Verein hat beispielsweise mal seinem Chef, die hat eine IT-Stelle offen, dann ist er zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, hey, ich hätte da jemand, der wird da sehr gut reinpassen und der ist sogar hochbegabt. Und dann hat sein Chef direkt gesagt, boah, bleib mir bloß fern mit diesen Hochbegabten, die brauche ich nicht in meinem Unternehmen. Und er selber hat natürlich nie wieder erwähnt, dass er bei Mensa ist und eben auch dazu gehört. Das heißt, da gibt es ja dann auch in der Arbeitswelt dann Vorurteile. Was kann man denn vielleicht tun, um diese Vorurteile auch zu bekämpfen und auch Menschen, ich sag mal, dann einzubinden? Denn ich meine, sie können ja dann trotzdem auch eine Bereicherung für jedes Unternehmen sein. Absolut. Ich meine, die ganzen Innovationen, glaube ich, wären schwierig möglich ohne Menschen, die irgendwie ein bisschen weitergehend denken. Und Mensa, der Verein, tut zum Beispiel schon sehr viel oder eben auch die einzelnen Personen, die sich dafür einsetzen, dass das mehr gefördert wird und mehr gesehen wird einfach. Also ich glaube auch dadurch, dass Menschen dazu stehen, dass sie hochbegabt sind, die sozial kompatibel sind, dadurch bemerkt halt die Außenwelt dann vielleicht auch irgendwann, oh, es gibt auch Hochbegabte, die nicht total sozial inkompatibel sind. Also ich habe zum Beispiel einen sehr großen Bekanntenkreis. Ich bin zwar schon ab und zu jemand, der manchmal nicht merkt, wenn ich jemanden auf den Schlips trete. Aber ansonsten würde ich mich schon als sehr sozial bezeichnen. Ich bin eher wie so ein bunter Hund. Irgendwie ganz viele Leute kennen mich, weil ich eben auch in vielen Vereinen tätig bin und so weiter. Ja, und das ist einfach wichtig, dass wir uns dafür einsetzen. Das macht Mensa. Du sprachst jetzt an, du bist Unternehmerin und du hast auch ein Buch geschrieben, das sich genau mit dem Thema Wirtschaft, Unternehmertum beschäftigt. Scheitern als Businessbeschleuniger heißt es. Das hört sich jetzt für mich erstmal ein bisschen konträr, ein bisschen widersprüchlich an. Wie passt das beides denn zusammen? Das war ja auch gewollt. Widerspruch im Titel macht halt so interessant, dass die Leute eher zugreifen, als wenn es ein langweiliger Titel ist. Also ich hatte 2016 mich selbstständig gemacht und bin dann immer wieder an das Problem gestoßen, dass dieser Begriff nicht gut ankam. Und ich muss aber auch sagen, ich habe es leider selber nicht so wirklich loslassen können von diesem Begriff, weil mir das eben schon sehr am Herzen liegt. Und dann habe ich aber 2020, als Corona begann, hatte ich eigentlich gar keine Aufträge mehr. Und aus dieser Not heraus habe ich ein Theaterstück geschrieben und das in Lübeck uraufgeführt. Und das wurde von der Dräger Stiftung gesponsert. Und darüber habe ich dann die Familie Dräger kennengelernt und habe jetzt das Buch eben auch mit Dr. Christian Dräger, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Firma, geschrieben. Und das Gespräch war mit ihm sehr interessant, weil er aus der Gründung erzählt hat, wo sein Urgroßvater das Unternehmen 1889 gegründet hat und wo ich gesehen habe, die hatten ja eigentlich gleiche Probleme wie ich. Am Anfang hat sein Urgroßvater auch eben wie so ein Bauchladen gehabt, ganz viel angeboten, war nicht speziell genug aufgestellt, sodass die Leute nicht wirklich eine Sache mit ihm verknüpft haben. Und das sind die gleichen Erfahrungen, die er damals gemacht hat, die ich jetzt mache. Und deswegen hat mich das sehr inspiriert. Und das Buch habe ich geschrieben, um Gründer und Gründerinnen eben zu motivieren, dass man nicht direkt aufgeben sollte. Und ich habe dann 2020 durch dieses Theaterstück habe ich wiederum ganz viele Geschäftsführer von größeren Unternehmen kennengelernt, die nämlich ihre Kinder dorthin geschickt haben zu meinem Theaterstück, die also mitgespielt haben. Und das hat sich, dadurch habe ich für mich eben nochmal ganz andere Horizonte haben sich aufgetan, sodass ich dann 2021 sogar meine eigene Firma gegründet habe und jetzt eben auch
Mitarbeiter habe und freie Mitarbeiter. Ja. Also mehr über diese interessante Geschichte kann man dann in deinem Buch Scheitern als Businessbeschleuniger nachlesen und da mehr darüber erfahren. Alice, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Gerne.